Was für eine Saison für die Wasserfreundinnen Spandau 04. Gegen den SSV Esslingen sichern sie sich mit einem 23:6 Erfolg den 5. deutschen Meisterschaftstitel in Folge. Es ist einfach schön, mit einem Titel wieder abzuschließen. Das haben wir uns ganz klar vorgenommen. Wir sind froh, dass wir so viele Titel in der Saison geholt haben. Die Berlinerinnen finden schwer ein Spiel und müssen sich zunächst orientieren. Trotzdem gelingt es den Gastgeberinnen dank eines Treffers von Gabby Milicic in Führung zu gehen. Esslingen gleicht aber schnell aus und übernimmt kurz darauf die Oberhand. Doch dann steigern die Wasserfreundinnen das Tempo und starten eine beeindruckende Aufholjagd. Insbesondere tragen Dora Kangler und Elena Ludwig mit ihren Treffern zum Halbzeitstand von 8:2 bei. Die haben Press gespielt und dann haben wir Fehlpässe gemacht und dann sind sie immer in die Konter gegangen. Im Laufe der Zeit wird die Überlegenheit der Berlinerin immer offensichtlicher. Mit einer Mischung aus Präzision und Tempo treiben sie das Spiel voran. Unter anderem netzen Gesa Deike, Dora Tschirbusch und Emma Koch zum 15:3 ein. Obwohl sich die Damen aus Esslingen bemühen, können sie den unaufhaltsamen Angriff der Spandauerin kaum etwas entgegensetzen. Dennoch verdient die Leistung der Gäste eine besondere Anerkennung, da sie zum ersten Mal überhaupt im Finale stehen. Als die Schlusssirene ertönt, ist der Ausgang aber klar. Die Wasserfreundinnen feiern gegen Esslingen einen 23:6 Erfolg und sichern sich somit verdient den deutschen Meistertitel. Wir waren nicht konzentriert genug am Anfang, aber ich glaube, wir haben uns sehr gesteigert im Spiel und sind einfach froh, dass wir das am Ende so deutlich noch gewonnen haben. Wie könnte man diese großartige Saison gebührend feiern? Nun, die Wasserfreundinnen machen es vor. Mit einem Sightseeing-Bus geht es zum Salzersteg. Dort wartet bereits der Spandauer Bezirksbürgermeister Frank Bewig auf die Siegerin. Zusammen lassen sie den Abend bei Musik und inspirierenden Gesprächen ausklingen.